Es ist etwas, wofür ich eine ziemlich große Leidenschaft hege. Tagträume sind was für die Freizeit. Wenn Sie im Raum sind, seien Sie im Raum. Konzentrieren Sie sich, reißen Sie sich zusammen. Frauen reagieren, wenn man auf sie reagiert. Da jemand in meinem Freundeskreis, Maggie, mit viel Talent in Sachen Mode. Ich habe den Geschäftsplan gesehen. Und die Muster sehen fantastisch aus. Und ich würde mich unheimlich gern daran beteiligen. Folgender Vorschlag. Wir lassen uns ein paar Investitionen einfallen, von denen wir denken, dass sie Sie interessieren könnten. Und nächsten Monat werden wir sie Ihnen detailliert vorlegen. Okay. Schön. Danke. Also gut, meine Herren. Nächster Punkt. Also gehen wir das nochmal durch. Welches Ziel haben wir? Schock und Furcht. Das war gerade schockierend furchtbar. Welches Ziel haben wir? Schock und Furcht. Kommen Sie schon, Albert. Welches Ziel haben wir? Verzeihen Sie bitte, Sir. Ja, Albert. Ja, Albert. Ich bin damit nicht ganz einverstanden. Womit sind Sie nicht ganz einverstanden? Wenn Sie eine 500.000 in das Geschäft Ihrer Wahl investieren wollen, dann denke ich, sollten Sie das auch tun. Albert. Nein, Sie müssen uns nicht fragen, wenn Sie irgendwas tun wollen. Wir sind ein Beratungsgremium. Wir sind nicht Ihre Kindergärtner. Und wenn Sie als Erwachsener ernst genommen werden wollen, dann sollten Sie anfangen, sich selbst als Erwachsener ernst zu nehmen, anstatt die Golfkumpels von Ihrem Daddy jedes Mal flehend um Erlaubnis zu bitten, wenn Sie Ihr eigenes Geld investieren wollen. Das reicht jetzt, Albert. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte irgendjemanden hier in diesem Raum sehen, der mit dem Rummel und der Publicity, mit der Sie Ihr ganzes Leben lang konfrontiert wird, auch nur halb so gut fertig wird. Wir sollten Ratschläge von Ihnen annehmen, Miss Cole. Nicht umgekehrt. Setzen! Nein, wissen Sie, was ich kündige! Schön atmen. Wie ist es gelaufen? Ich habe Sie angeschrien, ich habe meinen Boss angeschrien und ich habe meinen Job hingeschmissen. Was? Sie sagten doch, ich muss zurück. Warten Sie, ich habe nicht gesagt, dass Sie kündigen sollen. Ganz ruhig, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Lassen Sie mich los! Albert, nein! Jetzt beruhigen Sie sich, okay? Lassen wir das einen Moment auf uns einwirken. Vertrauen Sie mir. Nein! Allegra Cole. Antworten Sie ihr. Kann ich Sie kurz sprechen? Gehen Sie an die Tür, Albert. Soll ich das denn tun, wenn Sie... Oh. Ja, hi. Was gibt's? Hören Sie, Albert, richtig? Wissen Sie, es kommt nicht oft vor, dass die Leute so mit mir reden, okay? Schließen Sie den Mund. Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Es kommt nie vor, dass Leute so mit mir reden. Ich verstehe. Ich nehme an, Sie haben irgendwie Angst davor. Aber deswegen weiß ich Ihren kleinen Auftritt wirklich zu schätzen. Ich wollte Sie fragen, ob... Meinen Sie, dass wir zwei uns vielleicht in dieser Woche mal treffen können? Naja, um ein paar Dinge zu besprechen. Finanzielle Dinge. Ich würde gern gewisse Risiken eingehen und möchte nur sehen, ob ich mir das leisten kann. Ich check meine Termine, Miss Cole. Großartig. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Haben Sie einen Stift? Ich glaube, ich habe keinen dabei. Ja, natürlich. Danke. Oh, nennen Sie mich Allegra. Arbeit. Albert? Oh, verdammt.